Für uns steht jetzt ab März natürlich ein neuer Zyklus an mit der Qualifikation Richtung EM 2020. Und natürlich aufgrund der Leistungen auch und der Ergebnisse im vergangenen Jahr, was für uns im Trainerteam, für mich als Trainer natürlich auch unerlässlich und unumgänglich, gewisse Veränderungen vorzunehmen. Das haben wir aus voller Überzeugung gemacht, die Entscheidungen getroffen und sie auch so durchgeführt, weil die Wertschätzung ist natürlich selbstverständlich. Diese Spieler haben Einmaliges geleistet in ihrer Karriere, auch in der Zeit, in der sie bei der Nationalmannschaft waren. Wenn man jetzt mal eine Zeitspanne von 10 Jahren nimmt, mit also die erfolgreichste Dekade eigentlich auch im deutschen Fußball. Meine Aufgabe als Trainer ist aber dann auch ganz einfach, Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidungen, die man in der Gegenwart trifft, die sind immer hart. Deswegen muss man halt auch Entscheidungen für die Zukunft treffen. Und deswegen haben wir uns entschieden, jetzt auch mit Spielern, die die Perspektive haben, in diese Qualifikation zu gehen, ihnen den Raum zu geben, ihnen natürlich auch Verantwortung zu übertragen jetzt auch. Ob diese Spieler dann eben auch diese Verantwortung, die man ihnen gibt, dann eben auch in den nächsten Monaten, in den kommenden Jahren tragen können, das muss man dann sehen. Wir haben sehr, sehr viel Potenzial und von daher bin ich der vollen Überzeugung, dass sich unsere Mannschaft, unsere jungen Spieler so gut entwickeln können.